Hallo, hier ist der Gusor wieder. Und zwar möchte ich euch eine richtig geile Verteidigung zeigen, wo eine Queen mal richtig übel abgegangen ist. Und in dem Video will ich halt eben auch zeigen, warum Nova in dem Clan drin ist, beziehungsweise warum er diese Stellung hat. Ich zeige euch das jetzt mal in den Bildern, dass ihr ungefähr wisst, was los ist. Ich erkläre das aber nebenbei auch. Also ich bin in den Clan reingekommen, habe eine Dev gesehen, die richtig geil war. Und ohne dass ich wusste, dass Nova da ist, habe ich einfach denjenigen, also das ist in dem Fall Damian gewesen, angeschrieben, habe gesagt, ey, pass auf, verlass bitte den Clan kurz, geh in irgendeinen inaktiven Clan, scheiß drauf, vollkommen egal wo, weil der soll halt nicht weggespammt werden. Und weil ich den unbedingt zeigen möchte. So, melde dich bei Nova, sag ihm Bescheid, in welchen Clan du das gepostet hast. Der erklärt alles andere. In diesem Moment habe ich kein einziges Wort mit Nova gesprochen. Ich wusste nicht, ob er online ist, was auch immer. Das heißt, das ging komplett, in Anführungsstrichen, intuitiv. Ich habe einfach nur gesagt, verlass den Clan, poste den, melde dich bei Nova, sag ihm das Clan-Kürzel, fertig. So, und kurz danach, also wirklich 2 oder 3 Minuten später, Nova war zu dem Zeitpunkt online und kam dann gleich per WhatsApp das Clan-Kürzel und fertig. Also, weil ich einfach sagen muss, ich muss mich da wirklich absolut gar nicht drum kümmern. Er hält mir halt megamäßig den Rücken frei. Und das ist halt eben auch so eine Sache, die ich in dem Video sonst nie erwähnt habe. Bloß dadurch seht ihr eventuell auch mal, ja, wie viel das wirklich wert ist. Weil klar, man kann nicht dauer online sein. Manche können es doch. und ja, da ist es halt einfach mega, dass man jemanden im Clan hat, der wirklich 24/7 online ist, sage ich mal. Also das hat wirklich super geklappt und deswegen ist er halt drin. Klar, ich muss auch dazu sagen, diejenigen, die sagen, oh hier, ich wurde einfach so gekickt. Das stimmt schon. Bei Nova ist es so, manchmal hat er etwas sehr direkten Schreibstil, das stimmt schon, dass es manchmal ein bisschen frech rüberkommt. Aber glaubt mir, das ist jetzt nicht so gemeint, dass er denkt, er steht am obersten Gipfel von irgendwas und fertig. Also von daher lege ich da echt die Hand ins Feuer für ihn. Also weil ich das einfach super damit klarkomme und wie gesagt, diese Sache zeigt einfach wieder, dass das total geil ist. Jetzt wollen wir uns aber angucken, logischerweise. So, jetzt bin ich in dem Clan drin, hat einwandfrei funktioniert. GGGG. Hier hat Damian den gepostet. Und den möchte ich euch mal zeigen. Das ist einfach mega geil. Also am Anfang sagt man sich, boah, also erstmal krass, was die CB ausgehalten hat. Also wirklich, was die CB... Guckt mal, ihr seht hier Barbaren, Bogies. Das war so krass. Also die Riesen sind geplättet, auch natürlich durch Archer Tower und so, klar. So, und jetzt gucken wir mal. Rauslocken, klar. Hier sieht man eben auch, die Skelette machen halt doch richtig gut Schaden. Also so eine Skelettfalle ist nicht verkehrt. Die hauen schon richtig gut durch. So, hier haut er richtig, richtig viele Truppen raus. Guck mal, was die CB hält. Guck mal jetzt hin. Und gleich teilt sie richtig aus. Bam. Richtig, richtig fett. Und dann dachte ich mir schon, oh cool, wird da ja gar nicht weiter angegriffen werden. Aber gleich kommt's. So, jetzt ist die CB erst weg. So, und jetzt, also auch der Angreifer wirklich gut gemacht, also kann man gar nicht meckern. Also man kann jetzt nicht sagen, wie hat der sich angestellt oder sowas. Wirklich gut, so hätte ich es auch gemacht, sage ich mal. Hauptaugenmerk liegt definitiv auf Queen und Heiler. Die kommen gleich. Und die starten gleich eine richtige Action. Hier dachte ich mir auch, oh, wie fail ist er. Hat direkt vor der Luftabwehr den Heiler gepackt, aber die war relativ schnell down. Jetzt Heiler heilen die Riesen, alles einwandfrei. Und jetzt betritt die Queen die Spielfläche. Und das ist so krass. Also das habe ich in der Form so noch nicht gesehen. Noch auch ganz normal. King verteidigt hier schön, aber geht jetzt auch down. Zack.
So, jetzt wird die Queen geheilt. Also der Queen passiert momentan nichts. So, natürlich, logischerweise CB, die geht immer auf die CB. So, jetzt kriegt die richtig fett ab, weil sie das Einzige ist, so, geraged. Sie wird geheilt, klar. So, und alles geht auf die Queen, alles. So, und jetzt merkt man, oh Mist, 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 wird hier weniger, die geht gleich down. Und dann wirklich haut er noch die Zauber. Zack, er raged sie erstmal. Er healt sie. Und guckt euch das mal bitte an. Gebt euch das bitte mal. Und die war nicht Level 1, die war Level 10. Also die hat dann schon ein bisschen was einstecken müssen. Und komplett wieder hochgeheilt. Ich fand das so geil. Ich fand das so extremst geil. Also das war echt richtig, richtig geiles Ding. Das wollte ich euch zeigen, wie gesagt. Und dabei halt eben wirklich nochmal diese Erklärung mit Nova. Warum ist er im Clan, beziehungsweise warum ist er mehr oder weniger, man kann schon sagen, wirklich Anführer. Deswegen, weil so eine Sache einfach durch ihn machbar sind, weil er wirklich 24/7 online ist. Das war's dazu. Achso, jetzt natürlich noch eine Neuerung. Ihr seht ja hier so ein bisschen am Machen und am Tun. Ich wurde gerade richtig ordentlich fertig gemacht hier. Richtig, richtig ordentlich. Können wir ja mal reingucken. Ja, da hat er natürlich verloren, komplett logisch. Weil, wenn der Riese sich natürlich gerade mit was anderem beschäftigt und der King dann einfach so raufballern kann, geht der Riese ja nicht auf den King. Und dann kann der King sich natürlich richtig schön austoben. Schön lustig mit den Holzschwertern hier. So, das hier ist noch kleines Geplänkel, würde ich mal sagen. So, jetzt kommt er von unten. Ich denke mal, dann ist das für uns interessanter. Ja, genau. Also hier von unten geht's hier los. Riesen, dann werden gleich Mauerbrecher reinkommen, denke ich mal. War ein bisschen zu sehr gespammt, finde ich. Aber gut, er hat ja Erfolg gehabt auf jeden Fall. Ah, er hat auch noch 10 Magier. Die kommen jetzt zum Einsatz. Mal schauen. Also hier ist er auch noch nicht weiter rein. Mal gucken. Aber ich weiß ja, wir haben ja. Ich will aber nicht spoilern. Weil die Prozentzahl habe ich ja zumindest schon gesehen. Der Magierturm, klar, der geht dann gleich down bei sowas. Das ist logisch. Ah, er hatte noch einen Heal. Aber dann muss ich auch ehrlich sagen, dann ist es vom Angriff her, ja, muss ich sagen, dann hat sich's für ihn auch nicht so wirklich gelohnt. Weil wenn er hier jetzt die ganzen Heals noch droppt und alles fertig macht und man das zusammenrechnet, weiß ich nicht. Dann lohnt sich das eigentlich nicht so wirklich. Ich mache mal ein bisschen schneller hier. Dann noch ein Drache rausgezogen und auch gleich geheilt. Jo, mein Handy läuft auf jeden Fall. So, und hier seht ihr es auch schon. Hier seht ihr es. Ich habe mir einen Zaun um mein Rathaus gebaut. Ja. Geil. Ja, 99% würde ich sagen. Und einen Stern. Ja, weil der Zaun natürlich mega stabil ist. Logisch. Also, klar. Ich habe gestern mit meinem Rathaus auf 8 sozusagen das Upgrade begonnen, weil es dauert fucking 8 Tage. Die Sache ist halt einfach die, ich bin noch nicht komplett maxed. Richtig, aber deathmäßig bin ich komplett durch. Ich habe alle Truppen, außer das Dunkle. Das ist noch gar nicht gemaxt, kein bisschen. Aber ich werde den King auf jeden Fall noch auf 5 bringen. Das ist nicht das Ding. Ich bringe den King auf 5. Das ist kein. Na egal. Ja, ich rhyme. So, da passt das, da ist das in Ordnung. Und wie gesagt, auf die dunklen Truppen, die verwende ich jetzt momentan eh wirklich gar nicht. Also da ist es für mich echt irrelevant, muss ich wirklich sagen. Der King ist da viel wichtiger. Und ihr seht selber, ich habe nichts mehr, wofür ich Alex ausgeben könnte. Ich bin jetzt bei 1,2
Millionen, Alex. Wofür soll ich's ausgeben? Klar, für Spells, dass ich mal Dunkles blitzen kann und so weiter und so fort. Aber für den Rest brauche ich's einfach nicht, ganz ehrlich. Und bevor ich dann da sitze und dann Däumchen drehe und irgendwie die ganze Zeit 4 Millionen Alex rumzuliegen habe, was jetzt totaler Blödsinn ist. Also das tue ich mir einfach nicht an. Das wäre einfach wirklich Stillstand irgendwo und das möchte ich auch nicht. Deswegen habe ich jetzt noch knapp 7 Tage, bis ich mein Rathaus auf 8 habe und dann eben richtig schön loslegen kann. So, also jetzt habe ich mehr als genug verraten. Das mit dem Rathaus wollte ich eigentlich noch gar nicht sagen, aber gut, okay. Jetzt ist der Drops gelutscht, die Luft ist raus und ihr wisst mehr. Das war's von mir, ich wünsche euch was und ihr haut rein.